Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch bei Cold War Zombies auf der Karte Die Maschine einen neuen Glitch zeigen, und zwar einen Pile-Up Glitch Spot unter der Map mit dem Dr. Rutscher Perk. Als erstes braucht ihr natürlich das Perk Dr. Rutscher, das bekommt ihr oben im Penthouse. Wenn ihr in einer Anomalie seid, dann spawnt der Automat und ihr könnt es euch kaufen. Als nächstes kauft ihr die Tür auf ins Wohnzimmer, dann stellt euch dorthin, wo ich mich hinstelle, dann springt und slidet ihr gegen die Wand, und kurz bevor ihr die Wand berührt, drückt ihr auf Pause und macht Pause wieder weg. Jetzt Leute, müsst ihr zu dieser Stelle hinrennen, wo ich jetzt hinrenne. Stellt euch genau hier vor, so wie ich. Drückt auf Pause, und genau wenn ihr Pause wegmacht, Leute, müsst ihr drüber klettern, ganz schnell. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann klettert ihr hier durch die Wand unterhalb der Map beim Teich. Dann werden sich die Zombies über euch versammeln. Wenn ihr noch das Eselstritt-Perk habt, dann droppen die Zombies euch auch immer Munition, sodass ihr hier immer Munition habt. Wenn ihr hier raus wollt, Leute, einfach Ätherschleier benutzen. Aber passt auf, dass ihr euch nicht hier zu sehr nach links und rechts bewegt, weil wenn ihr ein bisschen zu weit läuft oder falsch läuft, dann fallt ihr unter die Map komplett und ihr stirbt. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls noch kein Abo hast und nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Ansonsten viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.